Karl-Heinz. Jetzt mich hier zu treffen. Karl-Heinz, wo steckst du? Hey, was soll das? Erstes Kommissariat, Benrath. Wie schön, dass auch Beamte mal am Wochenende arbeiten. Reportergewäsch. Das ist bereits der dritte Sonntag hintereinander, der mir vermasselt wird. Du brauchst Erholung? Wie wär's mit dem Spaziergang? Ach ja. Am Kanal. Sehr schön zu dieser Jahreszeit. Du, deine Anspielungen waren auch schon mal weniger plump. Sag mal, was ist denn mit dem Mann, den ihr aus dem Wasser gefischt habt? Muss doch schon sein, ist halt mit dem Auto reingefahren. Einfach reingefahren? Erzähl keinen Schmus. Ich kann mir genau vorstellen, was für eine Aufregung bei euch im Präsidium herrscht. Wieso? Meinst du, ich weiß nicht, dass das ein Bulle war? So. Hartmut Enkhaus, 25 Jahre alt, wohnte draußen in der Auensiedlung. Ja, du weißt ja schon fast mehr als wir. Ich habe noch nicht mal einen Bericht von der Spurensicherung und der Obduktion. Oh. Sag mal, woher weißt du überhaupt von der Sache? Wir haben doch noch gar keine Pressemeldung rausgegeben. Wenn ich immer auf eure Pressemeldung warten wollte, ja, dann hätte ich noch keine aktuelle Story zustande gemacht. Komm, gib nicht so an, ja? Ich habe mit dem Kapitän des Schiffes gesprochen, das mit dem Wagen kollidierte, bevor er gesunken ist. Na, das ist ja genug für eine Story. Allein schon die Nachricht, Schiff fuhr gegen Auto, ist doch schon prima. Zum Beispiel würde ich ganz gern mal mit dem anderen Polizisten sprechen, der auch am Kanal war. Allerdings ohne reinzufahren. Manchmal seid ihr Zeitungsleute wie die Geier. War der andere schon da, bevor es passierte, oder ist er erst hinterhergekommen? Keine Ahnung. Er war schon vorher da. Ich weiß oder? Es nicht, verdammt. Also was war es nun? Unfall, Selbstmord? Ich weiß es nicht, Daniel, ich weiß es wirklich nicht. So, und jetzt lass mich weiterarbeiten. Soll ich dir sagen, was es war? Es war Mord. Du spekulierst zu viel. Ich habe eben Fantasie, im Gegensatz zu euch. Also pass mal auf. Ich sag dir, wie die Sache passiert ist, klar? Und wahrscheinlich so. Dieser Enkhaus ist aus irgendeinem Grund zum Kanal gefahren. Wahrscheinlich hat jemand ihn unter einem Vorwand dahin gelockt. Am Kanal hat dieser jemand ihm aufgelauert, finster genug war es ja. Hat ihm eine rübergezogen, ihn wieder ins Auto buxiert, die Zündung angestellt, den Wagen ins Rollen gebracht und mitsamt dem Opfer in den Kanal fahren lassen. Stimmt's, Herr Hauptkommissar? Du hast zu viele Filme gesehen. Frage ist nur, wer war es, der Enkhaus aufgelauert hat und warum? Was dieser Kollege von ihm? Die beiden sind doch oft zusammen Streife gefahren. Olbrich heißt er, nicht? Mensch, du wirst mir doch wenigstens bestätigen können, was ich sage. Nein, das kann ich nicht. Du, ich habe schon öfter Ärger gekriegt, wenn ich dir Informationen gegeben habe. Dann werde ich mir meine Informationen eben anders beschaffen müssen. Jedenfalls bleibe ich an der Story dran. Na, für euch ist immer nur die Story wichtig. Ja, ihr dagegen seid nur am Menschlichen interessiert, nicht? Ich werde also erstmal zu dieser Siedlung fahren, wo Enkhaus gewohnt ist. Halt dich da raus, ja? Danke für den... Wir führen die Ermittlungen. Du wirst das Ergebnis noch früh genug erfahren. Falls wir in dieser Sache überhaupt ermitteln. Moment. Verhaspel dich nicht. Ihr seid doch schon längst dran. Oder willst du mir etwa erzählen, du seist gestern Abend zu Hause gewesen? Ich habe nämlich ständig bei dir angerufen und du bist keiner, der ein Telefon klingeln lassen kann. Und bei Ulla warst du auch nicht. Du solltest dich übrigens mal bei ihr sehen lassen. Oder... soll ich sie mal zum Essen einladen? Lass mich in Ruhe, Mensch. Rapp! Rapp! Was ist denn? Sind die Berichte da? Eben gekommen. Und wo sind sie, verdammt? Ja. Was ist denn mit Ihnen? Ich wollte die Berichte sofort haben.
Sie haben doch mit Senk telefoniert. Na und? Nee, so nicht, Chef, ja? Entschuldigung. Hier sind Sie. Schon gelesen? Überflogen, wie Sie vermutet haben. Äußere Gewalteinwirkung, Benommenheit oder Bewusstlosigkeit. Hm. Wahrscheinlich infolge eines Schlages, dann ertrunken. Also Mord. Tja, muss wohl. Was anderes wäre mir lieber gewesen. Dem Kollegen Enkhaus ist das egal. Kannten Sie ihn? Kaum. Hat uns mal bei einer Fahndungsaktion geholfen. Und? Oh, begriff schnell, worum es ging. Nicht unsympathisch. Gab Spuren am Wagen, im Wagen? Nichts Besonderes. War nicht angeschnallt. Das linke Fenster war heruntergekurbelt. Ja, ist mir gleich aufgefallen, aber das kann auch Enkhaus selbst gemacht haben. Jedenfalls konnte deshalb der Wagen besonders schnell sinken. Geben Sie mal her, ich will mir das nochmal genauer ansehen. Ja, hier sind Sie. Ist das wieder verhellert hier. Wichtige Spuren am Ufer? Wenn überhaupt, dann hat Olbrich sie mit seinen Spuren überdeckt. Gut, dass das Schiff gegen das Auto stieß. Hätte Enkhaus ein paar Tage lang im Kanal gelegen. Ja, das könnte interessant sein. Außer dem üblichen Geld, Personalausweis, Führerschein, Checkkarte und so weiter, wurde in seiner Brieftasche nur eine ungewöhnliche Sache gefunden. Ein Stück Papier mit einer Skizze, möglicherweise von einem Parkplatz an der Straße. Konnte noch nicht genau herausgefunden werden. Dann die Zeichnung durch das Wasser teilweise zerstört wurde. Parkplatz? Vielleicht ein Treffpunkt. Vielleicht hat er eine heimliche Freundin gehabt, mit der er sich dort traf. Fertigt man dafür eine Skizze an? Ich weiß nicht. Wir haben schon sehr früh geheiratet. Sieht eher nach einer beruflichen Sache aus. Schon möglich. Fragt sich dann nur, warum er die Skizze behalten hat. Entschuldigen Sie. Ja? Können Sie mir sagen, wo Familie Enkhaus wohnt? Die Eltern, die sind ja nur schon seit Jahren tot. Mhm. Aber die jungen Enkhaus, haben Sie denn nicht von dieser schrecklichen Sache gehört? Da wissen Sie sicher mehr von als ich. Eigentlich auch nicht viel. Was man so hört, nicht wahr? Die Enkhaus wohnen doch in dieser Straße hier, oder? Sind Sie von der Zeitung? Reporter? Sieht man mir das an? Das muss ein aufregender Beruf sein. Boah, kommt drauf an. Ja, für unser Eins klingt das vielleicht aufregend, Reporter. Ne? Immer unterwegs, immer was Neues. Unser Eins erlebt ja Aufregendes zumeist nur in der Zeitung oder im Fernseher. Senk ist mein Name. Den Namen, den habe ich schon mal gelesen, glaube ich. Angenehm, Seelheim. Schönen Garten haben Sie. Ja, Sie sollten erst mal den hinterm Haus sehen. Da haben wir auch Obst und Gemüse. Aha. Eine Pappel, eine Trauerweide. Kennen Sie denn die Enkhaus? Ja, mit den Eltern haben wir so manches Mal zusammengesessen und gefachsimpelt. Über den Garten, ne, und so weiter. Ich meine, der Junge verstand ja auch was vom Garten. Aha. Aber es ist ja nur eine sehr traurige Sache mit dem. Kannten Sie ihn gut? Ja, viele hier bauten, da haben die Enkhaus ja schon hier gewohnt. Wie war er? Herr Hartmut? Ja, ja. Na ja. So viel habe ich ihn ja auch nicht gesehen. Und Ihre Frau, kann die mir vielleicht ein bisschen mehr erzählen? Meine Frau? Ja. Wieso? Ja, ich denke mir, dass sie die Enkhaus noch mehr gesehen hat als Sie. Oder ist sie auch berufstätig? Nein, nein, das nicht. Aber mehr erzählen kann sie bestimmt auch nicht. Hm, hm. Ist ja auch gar nicht da. Die ganze Aufregung hier und so weiter. Nicht. Aufregung? Bei Ihnen? Nein, nicht direkt, aber... Das war ja nebenan die ganze Zeit ein Hin und Her. Ach. Ja, Kriminalpolizei und so weiter, nicht? Hier kamen sie natürlich auch. Und so. Ach, die so. Enkhaus wohnen im Nachbarhaus. Habe ich das ja nicht gesagt? Nee. Also, ja, jetzt ist ja nur noch die Helga. Ja. Ja, dann vielen Dank, Herr Seelheim. Ach, keine Ursache. Kommt denn schon morgen was in die Zeitung? Ich denke schon. Mein Name ist Zenk, Daniel Zenk. Könnte ich Sie wohl mal für einen Moment sprechen? Worum geht es denn? Ich bin von der Zeitung. Oh. Ja, ich weiß, dass ich sehr ungelegen komme, aber... Da haben Sie recht. Was mit Ihrem Mann passiert ist, das tut mir leid. Er war nicht mein Mann, er war mein Bruder. Oh, das wusste ich nicht. Und wirklich leid täte es Ihnen wohl erst, wenn keine Story draus würde, nicht wahr? Es hat wohl kaum Sinn, jetzt hier meinen Beruf zu verteidigen. Was?
Na gut, meinetwegen kommen Sie rein. Danke. Aber nur kurz. Ja. Hier, rein am besten. Danke. Viele Bücher. Überrascht Sie das? In diesem Haus, offen gestanden, ja. Ich habe schon immer gern gelesen. Setzen Sie sich doch. Danke. Ihr Bruder auch? Ja, wenn Ihnen der Beruf Zeit dazu ließ, ja. Auch ein Polizeibeamter hat doch Freizeit. Hartmut nur selten. Und in letzter Zeit eigentlich immer weniger. Ach so? Sie sind also Herr Olbrich. Karl-Heinz Olbrich, 28 Jahre, Polizeimeister. Ja. Sie waren der Streifenwagenkollege von Herrn Enkhaus. Oft. Nicht immer. Aha. Dann erzählen Sie mal. Sie wissen ja, wie so Befragungen gehen. Also? Ja, was gibt's da zu erzählen? Warum Sie zum Kanal gefahren sind und wann und so weiter. Wieso, warum? Es muss doch einen Grund gegeben haben. Nee, eigentlich nicht. Kommen Sie. Sie hatten Sie doch mit Hartmut Enkhaus dort verabredet, nicht wahr? Ja. Dafür müssen Sie doch einen Grund gehabt haben. Nur so. Das fängt ja gut an. Wieso? Na gut, lassen wir das erstmal. Sie sind also da hingekommen auf den kleinen Parkplatz am Kanal. Abends so gegen 9:30, nicht wahr? Mhm. Und haben dann dort auf Herrn Enkhaus gewartet. Augenblick mal, wieso auf ihn gewartet? Naja, als er kam, haben Sie ihm einen Schlag versetzt, den Wagen wieder gestartet und ins Rollen gebracht. Sind Sie wahnsinnig? So war es nicht. Nein, ich bin doch erst nach ihm gekommen. Nehmen wir mal an, Sie sind nach ihm gekommen. Ja. Und dann hat's eine Auseinandersetzung gegeben. Nein. Sagen wir, es hat Streit gegeben. Nein. Warum wollen Sie mir was anhängen? Das stimmt doch alles nicht. Als ich ankam, da war er doch schon weg. Ich dachte, ich wäre vor ihm da, aber ich war gar nicht vor ihm da. Wenn dieser Schiffer mir nicht zugerufen hätte, ich solle die Polizei benachrichtigen, dann hätte ich überhaupt nicht gewusst, was passiert ist. Also lassen wir es dabei. Aber sagen Sie doch endlich, warum waren Sie mit Enkhaus da verabredet? Na gut, Herr Ulrich. Dann werden wir uns wohl noch ein paar Mal unterhalten müssen. So kommen Sie aus der Geschichte nicht raus. Manfred hier. Nee, nee. Aber das ist jetzt so ein Typ. Naja, bestimmt schon eine Stunde. Zeitung, ja, das könnte sein. Ach, Quatsch. Woher soll die denn wissen, was... Ihr glaubt doch nicht im Ernst, dass der Enkhaus ihr erzählt hat? Beobachten? Kann ich versuchen. Nun macht euch mal nicht ins Hemd. Aber die nächste Schicht ist ein anderer dran. Na gut. Meinetwegen. Bis dann. Manchmal habe ich das Gefühl gehabt, er hätte selber gar nicht studiert. Stattdessen hat er mir geholfen. Kamen Sie gut miteinander aus? Ja, sehr gut. So Streit hätte es eigentlich nie gegeben. Wir sind schon als Kinder gut miteinander ausgekommen. Und erzählten einander alles. Und ja, eigentlich alles. Und Ihr Bruder hat Ihnen nie was verheimlicht? Ich glaube nicht. Nein, wozu auch? Ich meine, wir konnten einander praktisch alles sagen. Und selbst wenn etwas gewesen wäre, wovon er mir nicht... Ach, ich hätte es bestimmt gemerkt. Hätten Sie ihn dann gefragt? Ja, käme drauf an. Ich meine, wir kontrollierten uns ja nicht gegenseitig. Hm. Aber da war nichts, bestimmt. Sagen Sie, hat es zwischen Ihrem Bruder und Olbrich eigentlich mal Krach gegeben? Mit Karl-Heinz? Hm. Also, soweit ich weiß, nie. Das waren Freunde, warum? Olbrich ist doch 2 oder 3 Ränge höher als Ihr Bruder, ne? Das hat bei denen nie eine Rolle gespielt. Nein, das war denen völlig egal. Und Streit, also bestimmt nicht. Also ab und zu mal ein paar freundschaftliche Frotzeleien, aber... Naja, das kenne ich. Ich habe auch so einen Freund schon seit der Schulzeit. Ist übrigens auch bei der Polizei. Sticheleien jede Menge. Aber Streit haben wir eigentlich nie gehabt. Außer einmal, da haben wir uns in dieselbe Frau verliebt. Ja, das kann wohl schwierig werden.
Hat Olbrich eine Frau? Ja, Sandra. Die beiden sind verlobt. Und die Kontakte zu den Nachbarn? Naja. Zu Seelheim zum Beispiel oder zu Frau Seelheim. Sagen Sie, was geht Sie eigentlich Karl-Heinz Privatleben an? Das war doch nur eine Frage. Tja. Ich glaube, ich gehe jetzt besser. Ja, ich glaube auch. Was soll denn das? Der spinnt wohl. Verdammt nochmal, ich fahr doch schon 80. Idiot, wo besoffen, was? Verdammt, auch das noch. Na gut. Hey, was soll denn das? Lieber Soldat! Ja, warum rücken Sie mir so auf die Pelle, Mensch? Vielleicht, weil es mir Spaß macht. Warum bitte sehr? Ihm macht es doch auch Spaß, anderen auf die Pelle zu rücken, ne? Soll das? Rumstochern, rumschnüffeln. Was meinen Sie damit? Ja, was meinst du wohl, was ich damit meine? Du doch nicht so unschuldig. Meinst du, unser Eins liest nicht was solche wie du schreiben? Augenblick mal. Du bist doch für eine Zeitung. Na und? Lass den Jungen in Frieden. Er war schon in Ordnung irgendwie, trotz allem. Wie meinen Sie das? Warum? Dass er mich da raushalten sollst. Moment mal, Sie können mir doch nicht vorschreiben, was ich... Apfel ist grün. Moment mal. Wollen Sie mir nicht helfen? Du hast wohl nicht mehr alle. Aber das wäre wirklich... Weg vor der Tür! Weg damit! Scheiße. Enkhaus. Entschuldigen Sie bitte, dass ich nochmal störe. Hier ist nochmal Zenk. Ich wollte gerade in die Stadt. Nur eine Frage. Also gut. Hatte Ihr Bruder einen Freund, der vom Beruf Fernfahrer ist? Nicht, dass ich wüsste. Oder einen Feind? Irgendjemand, der ihm nicht wohlgesonnen war. Wie kommen Sie darauf? Das könnte doch möglich sein. Könnte doch sein, dass ein Polizeibeamter Feinde hat. Und Fernfahrer gehören ja nicht immer zur zartesten Sorte von Mitmenschen. Oh, mein lieber Herr Reporter, jetzt hören Sie mal zu. Was Sie über Fernfahrer denken, ist mir egal. Mein Bruder ist umgebracht worden. Ich muss in die Stadt, um eine Menge zu erledigen. Zum Beispiel für seine Beerdigung. Und Sie kommen mit Fragen daher? Ich muss jetzt gehen, auf Wiederhören. Herr Kelga. Mein Gott, Herr Seelheim, haben Sie mich erschreckt, wie Sie da plötzlich vor mir standen. Das tut mir leid. Ich wollte gerade schälen. Ich war wohl in Gedanken. Ja, ich wollte Sie einfach mal besuchen. Dachte, ich kann Ihnen vielleicht behilflich sein. Ich wollte gerade in die Stadt. Ja, Sie haben jetzt sicherlich viel zu erledigen. Kelga, wenn Sie wollen, kann ich gerne einen Teil der Gartenarbeit übernehmen. Ja, vielen Dank, aber da können wir noch ein paar Tage warten. Sie haben doch mit Ihrem eigenen Garten schon genug Arbeit. Ach. Ich arbeite gerne im Garten. Lassen Sie uns doch morgen noch mal darüber sprechen, ja? Wer war denn das vorhin? Wiedersehen, Herr Seelheim. Wiedersehen. Schöne Grüße an Ihre Frau. Ja, danke. Sie ist zu Ihren Eltern gefahren. Ach, geht's Ihnen nicht gut? Naja, sie wollte wohl meine Luftveränderung. Ja, manchmal braucht man das. Jedenfalls schöne Grüße. Danke. Ja? Namen, mein Name ist Zenk. Entschuldigen Sie die Störung, aber ist Herr Olbrich zu sprechen? Worum geht's denn? Ich würde ihn gerne was fragen. Er ist nicht zu Hause. Ich weiß auch nicht, wann er kommt. Zenk, sagten Sie? Ja. Sind Sie nicht derjenige, der das in der Zeitung geschrieben hat? Ja. Dann gehen Sie besser wieder sofort. Einen Augenblick bitte. Sie sind Sandra Kaiser, die Verlobte von Herrn Olbrich, ne? Ja, wenn Sie den Einlass in die Wohnung erzwingen wollen, dann ist das Haus... Entschuldigen Sie, aber ich habe nicht vor... Das war eine Sauerei, Ihr Artikel. Aber so war der Informationsstand. Und ich habe seinen Namen doch gar nicht genannt. Jeder, der die beiden kannte, wusste sofort, wer gemeint war.
Das war nicht beabsichtigt, wirklich. Entweder Sie reden das nur so daher oder Sie sollten bei Ihrer Arbeit mal mehr nachdenken. Das müssen andere auch tun. Eine Entschuldigung hat wohl keinen Zweck, was? Klingt ehrlich und gleichzeitig gelogen. Sie wollen sich doch gar nicht entschuldigen. Könnte ich Sie denn was fragen? Ich habe keine Lust, meinen Nachbarn Antworten zu geben. Hören Sie. Also meinetwegen, kommen Sie rein. Danke, danke. Da vorne links. Dankeschön. Also, was wollen Sie wissen? Ob ich Ihnen antworte, weiß ich allerdings noch nicht. Kommt drauf an. Der Tod seines Freundes, der hat Herrn Olbrich wohl sehr erschüttert. Soll das eine Fangfrage sein? Nein. Karl-Heinz ist nicht der Typ, der sowas so schnell zeigt. Aber Sie haben recht. Es hat ihn ziemlich mitgenommen. Dann ist es wohl besser, wenn ich ihn nicht so sehr belästige. Er würde sich auch nicht belästigen lassen. Und Sie? Wie meinen Sie das? Ja, wie war das für Sie, als Sie hörten, dass Hartmut Enkhaus... Ach so, ja. Hartmut war ein netter Kerl. Sie sind nicht zufällig mit Fernfahrern befreundet? Ich? Ja. Was soll denn diese Frage? Ich meine auch Herrn Olbrich. Ach so, also Sie sind ein komischer Typ. Nein, nicht, dass ich wüsste. Wieso auch? Sagen Sie, was soll das? Ich dachte nur, haben Enkhaus und Ihr Verlobter eigentlich nie Streit gehabt? Wollen Sie schon wieder darauf hinaus, dass Karl-Heinz angeblich... Nein. Aber es kann immer vorkommen, ein Streit unter Freunden. War da nicht vor kurzem mal... Ach, Sie meinen nach dieser Party? Ja. Ja, da war er sauer, obwohl eigentlich gar nichts gewesen war. Nur ein kleiner Flirt. Wir waren beschwipst. Ein süßer kleiner Partyflirt. Mehr nicht? Na, hören Sie mal. Oh, ich kann's verstehen. Nein. Erstens war Hartmut Karl-Heinz bester Freund, zweitens war er mir zu jung und drittens hatte er doch... Ja? Ich weiß nicht, aber ich hatte doch schwer den Verdacht, dass bei ihm schon was lief. Na, dass er verliebt war. Ich kann mir kaum vorstellen, dass er bei Ihnen nicht angepissen hat. Ach, das war einfach nur ein beschwipster Abend. Ein bisschen Schmusen, ein paar Küsschen und mehr nicht. Und Ihr Verlobter war sauer. Naja, auf mich. Aber ich glaube, noch saurer ist er auf Sie und Sie gehen jetzt besser. Okay. Das war nicht schlecht. Kann ich empfehlen. Die Bratkartoffeln, fast so gut wie die von meiner Großmutter. Schön. Und Ihr Jägerschnitzel? Bisschen zäh. Sagen Sie jetzt bloß nicht, das sei ein gutes Stichwort für unsere Ermittlungen im Fall Enkhaus. Ich werde mich hüten. Morgen erst ich Sommer warten. Gestern hoffentlich besser. Naja, ich glaube, ich gehe schon mal. Wir haben Olbrich für 14 Uhr bestellt. Komm gleich nach. Ja, wird wohl noch ein bisschen dauern, Chef. Oder? Wieso? Da kommt Ihr Freund. Oh nein. Herr Georg. Herr Graf. Tschüss, bis später. Ich sehe, du bist bester Laune. Ich dich sehe immer. Na komm. Ja, lass es. Sonst sitzen wir noch in 2 Stunden hier und erzählen uns gegenseitig, wie unsympathisch wir uns finden. Ha. Du wirkst doch nicht gerade so, als sei dir der Sonnenschein persönlich begegnet. Auch der Reporterberuf hat seine Schattenseiten, ne? Hast mal wieder versucht, jemanden den Fuß in die Tür zu schieben? Komm. Ja, mit solchen Methoden... Arbeitet nur die Konkurrenz. Ja. Ich weiß. Na, lass uns von was anderem reden. Wie geht's unserem Hauptverdächtigen? Unserem? Ja. Du meinst wohl deinem? Wieso? Sag mal, du hast ja ein Ding geleistet mit deinem Artikel. Ach, die Sache ist doch wohl klar, für oder? Uns nicht. Wir vernehmen nur verschiedene Personen zur Sache. Hey, dass du mir immer noch mit dieser alten Leier kommen musst. Okay. Ich wollte es dir nicht sagen. Ja, mir ist das schon gut, ich weiß. Ach, sowas von stur habe ich schon lange nicht mehr erlebt. Der rückt einfach nicht damit raus, warum er sich mit Enkhaus am Kanal hat treffen wollen. Und was denkst du, warum? Keine Ahnung, ehrlich. Sowas von stur. Hm. Du warst bei Helga Enkhaus, nicht wahr? Nicht nur bei ihr, sondern auch bei der Verlobten von Olbrich. Beide sagen, zwischen Enkhaus und Olbrich habe es nie Streit gegeben. Allerdings. Ja? Ich kann mich täuschen, aber ich meine, die Enkhaus hat das ein bisschen zu dick betont. Und warum? Keine Ahnung. Vielleicht hatte ich sie ein bisschen verunsichert, als ich ihr sagte, ich hätte auch so einen guten Freund. Ach, nee. Und mit dem habe es nur einmal richtig Krach gegeben, als wir uns nämlich in dieselbe Frau verliebt haben. Die alte Drehleier. Stimmt's nicht?
Du meinst, das hat sie verunsichert? Vielleicht hat auch meine persönliche Ausstrahlung sie nervös gemacht. Lenkt nicht ab. Es muss wohl neulich auch mal eine kleine Partyschmuserei gegeben haben zwischen Sandra Kaiser und Hartmut Enkhaus. Na, Enkhaus, sind Sie verknallt? Das wohl nicht, aber Olbrich war sauer auf Sie. Auf Sie? Ja, obwohl es offenbar nur zu ein paar Küsschen gekommen ist. Na ja. Ich hatte den Eindruck, Olbrichs Verlobte wäre durchaus auch zu mehr bereit gewesen. Aber Enkhaus wohl nicht. War wohl bereits verliebt, meint Sandra Kaiser. Allerdings nicht in Sie. Aha, ja. Etwas verworren, die Geschichte, ne? Ja. Gestern hat übrigens jemand versucht, mir quasi im Kofferraum platt zu walzen. Quasi? Ein Fernfahrer. Klingt es da bei dir? Sollte es? Nee. Wusstest du übrigens, dass Enkhaus vorhatte, eventuell zu studieren? Ach, wollte also von der Polizei weg? Davon hat seine Schwester nichts gesagt. Jedenfalls hatte er offenbar nicht vor, sein ganzes Leben auf Streife zu verbringen. Verständlich. Oder? Zigarette? Ich rauche nicht. Sind Sie Sportler? Jawohl. Mhm. Karate? Judo? Boxen? Hören Sie doch endlich auf zu versuchen, mich reinzulegen. Niemand will Sie reinlegen, Herr Olbrich. Aber Sie sollten jetzt endlich mit der Wahrheit herausrücken. Ich habe alles gesagt. Da bin ich aber anderer Meinung. Ah, haben Sie es geschafft, den Zenk loszuwerden? Ach, das kümmert sich doch überhaupt nicht. Muss schwer sein, unter Freunden die Kompetenzen abzugrenzen. Ach, nee. Das lassen Sie mal unsere Sorge sein. Sie sind mit dem Zenk befreundet. Deswegen also dieser scheiß Artikel. Wollen Sie mich verdächtigen? Ich hätte über Ihre Vernehmung geplaudert. Ich stelle nur fest, dass in dem Artikel steht, dass... Und ich stelle fest, dass Sie uns noch immer nicht die Wahrheit gesagt haben. Weshalb sind Sie zum Kanal gefahren, Herr Olbrich? Warum zu dieser späten Stunde? Warum nicht? Warum? Verdammt nochmal! Glauben Sie nicht, Sie könnten uns hier zum Narren halten. Wir kriegen es sowieso heraus. Warum? Herr Olbrich. Wir haben uns schon als Kinder oft dort getroffen. Sie sind dort also hingefahren, haben auf Ihren Freund gewartet, haben ihn angefallen und mitsamt dem Auto in den Kanal. Nein! Dann sagen Sie doch endlich, was, wie und warum. Na gut. Ich wollte mich mit Hartmut irgendwo treffen, wo uns garantiert keiner belauschen konnte. Ich war auf etwas gestoßen. Ich wollte es zuerst gar nicht glauben, aber... Ich höre. Ja, bitte? Darf ich? Ja, bitte sehr. Ach nee. Sie? Ja. Sie fahren ja einen tollen Brummer. 360 PS. Na, setzen Sie sich. Was kann ich für Sie tun? Weiß ich nicht. Aber vielleicht kann ich was für Sie tun. Mir zeigen, wie ich mich gegen rabiaten 30-Tonner wehren kann, was? Na, das mache ich auch nicht alle Tage. Na, hoffentlich. Wenn ich Ihnen jetzt was sage, dann aber nur unter einer Voraussetzung. Und die wäre? Mein Name bleibt raus. Und auch alles, was auf mich hinweisen könnte. Versprochen. Na gut. Also, dann spitzen Sie mal die Ohren. Schon mal was von Raubritter gehört? Wegelagerer und so? In Filmen oder in Büchern? Jo, Männeken. Heute. In Wirklichkeit. Na, hören Sie mal, wir leben doch nicht mehr im Mittelalter. Und ob? Was würden Sie dazu sagen, wenn ich Ihnen erzähle, dass Fernfahrer ziemlich oft Wegezoll zahlen müssen? Ich würde sagen, erzählen Sie weiter. Hier in der Gegend. Und auch im weiteren Umkreis. Auf Rastplätzen, Parkplätzen von Autobahnen, an Bundes- und Fernstraßen, überall. Und wer spielt die Wegelagerer? Spielt es gut. Die brauchen da nicht spielen. Das sind Profis. Wer denn? Bullen. Sagen Sie das nur mal. Polizeibeamte. Das ist nicht wahr. Und ob das wahr ist? Alles bestens organisiert, mit deutscher Gründlichkeit. Wenn du kein Bußgeld riskieren willst, wegen Geschwindigkeitsübertretung oder Überladung oder was weiß ich, zahlst du lieber. Bar oder in Naturalien. Mann. Oder fehlen da hinterher ein paar Schinken in der Ladung zum Beispiel. Oder eine Stereoanlage. Hm.
Oder das ist auch nur ein Kasten Bier zu Bruch gegangen. Oder im Bares. Manchmal darfst du sogar Zoll bezahlen, wenn du noch gar nichts gemacht hast. Dann zahlst du sozusagen im Voraus. Und wie lange läuft das schon? Oh, länger. Hat sich denn keiner dagegen gewehrt? Oh, versucht, ja. Aber wenn dann erstmal immer wieder angehalten wirst, warten muss und überprüft wirst und dadurch die Fracht nicht pünktlich an Bestimmungsort bringen kannst und noch später, als sowieso schon nach Hause kommst und noch länger auf dem Bock sitzen musst und womöglich noch weniger Lohn kriegst und dann auch noch Strafzettel zahlen musst, da gibst du lieber ab und zu dein Schärflein. Ich war schon so sauer. Ich wollte mal mit ein, zwei Kollegen zur Kripo und die ganze Sache auffliegen lassen. Aber als andere Kollegen das Spitz kriegten, ne, ja, habe ich besser sein lassen. Ne? Warum? Da meinen sie, ich könnte ein Laster fahren mit kaputten Knochen. Bei uns sind auch nicht nur brave Lämmchen. Ach, die haben ihn gedroht? Ja, die hatten eben Angst, sie könnten ihre Zeiten nicht mehr bringen. Würden für jeden Klacks angehalten und so weiter. Das wird ja eine tolle Story. Von wegen. Erst werden sie mal ganz schön selbst ein bisschen rumschnüffeln. Und dann... Wenn aber auch keiner mehr auf die Idee kommen kann, dass sie das von mir haben, dann können sie meinetwegen schreiben, so viel sie wollen. Na gut, na gut. Aber wieso sind sie mir, als ich aus der Siedlung zurückkam, wo Enkhaus gewohnt hat, warum sind sie mir da so auf die Pelle gerückt? Ach ja, war bescheuert, ich weiß. Ja. Aber als wir gelesen haben, dass da Dingens... Da haben ein paar Kollegen und ich gedacht, wir sollten mal nachgucken, was sich da abspielt. Mhm. Weil nämlich ein paar Angst hatten, wegen dem könnte alles hochgehen. Ja, ich weiß auch nicht. Jedenfalls ist mir dann klar geworden, wie bescheuert das ist, dass wir so in Panik geraten. Schließlich kann es doch nur gut sein für uns, wenn das mal aufhört. Enkhaus war also auch einer von diesen Wegelagerern. Ach, der war eigentlich ja noch in Ordnung. Ach, in Ordnung. Ja. Er war wenigstens höflich und freundlich, wenn er kassiert hat. Ist das die Skizze, die Sie bei Enkhaus gefunden haben? Ja, im Spind. Wir hatten einen gemeinsamen Spind. Wenn das stimmt, was Sie uns eben erzählt haben, dann wird es hier bei uns im Präsidium und in den Polizeidienststellen der Umgebung einen Riesenwirbel geben. Und nicht nur in den Polizeidienststellen. Heiligst Blechle. Aber es stimmt, leider. Und warum haben Sie von Ihrem Verdacht oder Ihrem Wissen nicht gleich Ihren Vorgesetzten berichtet? Ich wusste ja nicht, ob die nicht vielleicht auch... Ja, oder der Kripo. Ich wollte zuerst mit Hartmut darüber sprechen. Schließlich handelt es sich doch um Kollegen. Ja. Das ist es, was ich bei uns so liebe. Diese Bullenkumpanei. Ein Bulle dreht ein Ding oder haut jemanden die Fresse ein und keiner hat's gesehen. Ist das nicht ein bisschen übertrieben, Chef? Es gibt noch viel schlimmere Fälle. Aber nicht alle sind so. Sie brauchen ja keine Verteidigungsrede zu halten. Ich bin ja selbst ein Bulle. Also, Sie haben sich mit Ihrem Freund und Kollegen verabredet, haben ihn zur Rede gestellt und dabei kam es zum Streit. Nein, verdammt nochmal. Ich bin es leid, dauernd beteuern zu müssen, dass ich ihn nicht umgebracht habe. Und wer war's dann? Ihrer Meinung nach? Ein Fernfahrer, der sich rächen wollte? Oder haben Sie einen Kollegen im Verdacht? Ich weiß nicht, wer es war. Kann ich gehen? Ja, Wiedersehen. Bernhard? Wiedersehen. Und hier kommt schon die erste Preisfrage. Lass mich mit deinem Quatsch in Frieden, Daniel. Was halten Sie von Fernfahrern? Was sagst du? Zweite Preisfrage. Lass den Quatsch! Was halten Sie von Wegelagerern? Und gibt es diese auch heute noch? Woher hast du das? Ich dachte, ich könnte dir was Neues sagen. Aber okay, wenn du willst, tauschen wir unser Wissen aus. Woher hast du das? Möglicherweise könnte ich dir zu einem Zeugen verhelfen. Wir haben schon einen. Ein Fernfahrer? Nein. Wie heißt der? Der Informant wird nicht genannt. Das weißt du doch, Jörg. Aber vielleicht können wir ihn als Zeugen gewinnen. Vorausgesetzt, du bist bereit, mit mir über die Sache zu reden. Und versprichst auf keinen Fall, seinen Namen in die Öffentlichkeit zu bringen. Was glaubst du von mir? Also bis gleich. Hier wird's gleich zugehen wie in einem Wespennest. Ein bisschen später dann? Ja, ich ruf dich an. Gut, bis dann. Tschüss. Tschüss. Soll ich die Kollegen vom zuständigen Kommissariat benachrichtigen? Erst sprechen wir mit dem Chef. Kommen Sie. Hey, was soll das? Hey, was wurde denn von mir? 5G, eine Schweine! Wenigstens die Dinger vom Gesicht, Mensch! Sie, Drecksäue! Ich weiß, ich werde demnächst alleine vornehmen. Ah! Oh! Ja? Auch am Abend noch da? Ah.
Was glaubst du, was hier los ist? Das ganze Präsidium steht Kopf. Als wenn eine Seuche ausgebrochen wäre. Seuche, passt. Ihr werdet berühmt. Ganz Europa wird darüber berichten. Scheiß Berühmtheit. Bist du weitergekommen? Deinen Fernfahrer hat Rapp noch nicht gefunden. Er wird unterwegs sein. Wir brauchen ihn möglichst bald zu einer Zeugenaussage. Seid aber vorsichtig. Hier kommt nichts raus. Da sei man nicht so sicher. Weißt du, wie viele von den Wegelagerern ihre Freunde auch unter euren Leuten haben? Quatsch. Du bist auch schon betriebsblind geworden. Hoffentlich nicht. Und deine Story? Aufmacher Seite 1. Und auch für die nächsten Tage habe ich genügend Stoff. Hat Olbricht dir noch mehr Einzelheiten erzählt? Er weiß wohl weniger als dein Fernfahrer. Und er selber hat nicht mitgemacht. Ich bin ziemlich sicher, dass er sauber ist. In dieser Beziehung... Wie meinst du das? Irgendwas macht mich da immer noch nachdenklich. Irgendwas war bei dem Gespräch mit Sandra Kaiser... Olbricht war es nicht. Irgendeiner von den Fernfahrern ist durchgedreht und hat Enkhaus in den Kanal befördert. Ich weiß nicht. Sehen wir uns morgen. Gerne. Schön. Bis dann. Bestell Ulla schöne Grüße. Hab sie seit Tagen nicht gesehen. Schwierigkeiten. Tja, sie meint, wir leben uns auseinander. Mein Beruf geht ihr auf die Nerven. Ja, meiner ist auch nicht besser. Jedenfalls was Überstunden und so weiter betrifft. Vielleicht soll ich doch mal mit Ulla sprechen. Hat keinen Sinn. Sie ist eigensinnig wie... Sympathische Frau. Mach's gut, Alter. Haha. Chef? Was ist? Neue Situation. Mach's nicht so spannend. Die Besatzung eines Streifenwagens hat einen Fernfahrer gefunden. Draußen auf dem Gelände des Containerbahnhofs. Schwer verletzt. Ach du Scheiße. Wahrscheinlich völlig zusammengeschlagen und getreten. Schon identifiziert? Ja, ich fürchte, Chef, es ist unser Zeuge. Was? Jetzt ist Schluss. Los, kommen Sie. In welchem Krankenhaus liegt der Mann? Vinzenz Hospital. Kennen Sie 2, 3 zuverlässige Beamte? Wirklich zuverlässige? Ja, denk schon, ja. Gut, dann sieh nach, ob einer von Ihnen im Dienst ist und kommen Sie mit ihm nach. Ja? Mach ich, Chef. Herr Lummers? Können Sie mich verstehen? Ja, kann ich. Mein Name ist Benrad, von der Kriminalpolizei. Ach du liebe Güte. Sie haben mir noch gefehlt. Wer hat Sie so zugerichtet, Herr Lummers? Wer war das? Weiß nicht. Waren vermummt. Außerdem war es dunkel. Waren es Kollegen von Ihnen, Fernfahrer? Das kann sein. Keine Ahnung. Können es Polizeibeamte gewesen sein? Ich denke, vermummt sind nur die Demonstranten. Wenigstens haben Sie Ihren Humor nicht verloren. Humor. Ich fühle mich, als ob alles kaputt wäre. Ich werde Ihnen 1 oder 2 zuverlässige Beamte hier lassen, die Ihr Zimmer bewachen, damit kein Ungebetener hier rein kann. Zuverlässige Beamte? Lass ich nicht lachen. Oh. Noch sind die meisten Polizisten anständige Polizisten. Gute Besserung. Werde ich versuchen. Gute Nacht. Jo. Noch nicht ganz, aber ich hoffe, in einem halben Jahr mit dem Examen fertig zu sein. Gehen Sie eigentlich gerne ins Theater? Sie etwa? Ab und zu, ja. Das heißt, Sie wollen mich fragen, ob ich mit Ihnen ins Theater gehen will? Ja. Ja, vielleicht. Aber ich glaube, die Frage ist, sollten wir etwas verschieben? Ich dachte ja nur. Ja, wer ist denn das schon wieder? Ah. Tag, Daniel. Zweites Frühstück. Ich dachte, das sei dein freier Tag. Ja, das habe ich auch gedacht. Aber ich kam auf die gleiche Idee wie du. Sie haben es gewusst, Frau Enkhaus, dass Ihr Bruder zu den Beamten gehörte, die Fernfahrer erpressten, nicht wahr? Das hat mich Herr Zenk auch schon gefragt. Nein, gewusst habe ich es nicht. Na, jedenfalls nicht genau. Aber geahnt. Ja, Hartmut war in letzter Zeit so... ziemlich seltsam. Und immer wieder diese Überstunden und auch mal eine ganz vage Andeutung, als er müde war und sich wohl nicht mehr so ganz unter Kontrolle hatte. Warum haben Sie uns das nicht gleich gesagt? Ich hatte andere Sorgen.
Hartmut war tot. Und damit war die Sache aus der Welt, meinten Sie, ja? Ich war einfach nicht... Oh mein Gott, ich konnte es nicht glauben. Ich konnte es einfach nicht glauben, dass mein Bruder... Der Hartmut, der war nicht so ein Typ, der zu sowas fähig war. Und ich kann es immer noch nicht glauben. Wir werden nicht umhin können, sein Zimmer nochmals zu durchsuchen. Notfalls das ganze Haus. Haben Sie etwas dagegen? Wenn es sein muss, dann tun Sie es. Muss doch irgendwas zu finden sein, das uns Hinweise gibt. Ich helfe dir. Das ist Polizeiarbeit. Ja, und? Na gut, meinetwegen. Ich muss dir übrigens was sagen. Lummis ist zusammengeschlagen worden gestern Abend. Was? Euch kann man aber auch gar nichts sagen. Was gibt's denn draußen Interessantes? Herr Seelheim pflegt seine Blumen. Sehr interessant. Der tut wohl nie was anderes. Ab und zu wird er ja wohl mal mit seiner Frau sprechen. Ach ja, habt ihr eigentlich mal mit ihr gesprochen? Oh ja, du nicht? Nee, sie ist verreist. Du hast allerdings was verpasst. Mann. So, bleib auf dem Teppich. Schon was gefunden? Ach, nichts, genau wie beim ersten Mal. Aber ich hab was, glaube ich. Hier, schau mal. Eine Kassette? Da, alle anderen sind fein säuberlich beschriftet, nur diese hier nicht. Aber es ist offensichtlich was drauf. Etwas, das nicht gelöscht werden soll. Er hat deshalb sogar extra die beiden Zapfen rausgebrochen. Hier, sieh mal. Ja, lass mal hören. Augenblick. Tja, liebe Schwester, wenn du diese Kassette hörst, dann ist mir möglicherweise etwas zugestoßen. Das darf doch nicht wahr sein. Ich sage es gleich. Ich weiß, dass das, was ich zurzeit tue, eine seltsame, eine mehr als seltsame Sache ist. Vielleicht auch nicht ganz legal und möglicherweise nicht ganz ungefährlich. Allerdings, wenn ich diese Sache erfolgreich beende und ich denke, dass sie bald für mich beendet ist, dann habe ich eine gute Chance, zur Kripo versetzt zu werden. Das ist ja verrückt. Wahr. Das wäre der glatte Selbstmord. Du hast aber keine gute Meinung von unserer lieben Schutzpolizei. Es ist nämlich hier bei einem Teil der Polizei ein dickes Ding im Gange. Ich bin durch Zufall draufgestoßen und habe dann auf eigene Faust weiter ermittelt. Sozusagen als Undercover Agent. Dieser Idiot. Wieso? Das ist doch in einigen Bundesländern eine beliebte Methode. Aber nicht bei mir, verdammt. Wenn es nach mir ginge, wären Undercovers verboten. Wenn es nach dir ginge. Du wirst hier auf der Kassette viele Namen und Orte hören und so weiter. Am besten, du gibst das alles der Kripo. Da gibt's einen Kollegen, der heißt Rapp. Dem habe ich mal bei einer Ermittlung helfen dürfen. Ich glaube, dem kann man vertrauen. Geh am besten zu ihm und gib ihm die Kassette, okay? Und bevor ich jetzt mit den Einzelheiten beginne, Helga, will ich dir nochmal erst sagen, ich mache da nicht wirklich mit. Bitte glaub mir, ich mache da nur zum Schein mit. Nur deshalb, um alles herauszukriegen, was da läuft. Du weißt ja, dass ich gern zur Kripo möchte. Aus, mach es aus. Warum? Ich höre den Rest im Präsidium. Und wir hören den Rest im Präsidium, ha? Ja, okay. Die ganze Sache mach aus. Gut. Zuerst wird es mir wohl kaum eine... Und das Schlimme ist, wenn es geklappt hätte, wäre er auf diese Weise wohl tatsächlich zur Kripo gekommen. Frau Enkhaus? Ja, was ist? Wir müssen ins Präsidium, sofort. Melden uns wieder. Ja, haben Sie was gefunden? Möglicherweise. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Ich rufe an. Machen Sie sich keine Sorgen, Helga. Sie haben wohl recht mit Ihrer Meinung über Ihren Bruder. Danke, Seelheim. Wieder bei der Arbeit? Ach ja. So ein Garten braucht viel Pflege. Tag, Helga. Um euren Garten sollte man sich auch mal wieder kümmern. Tue ich, sobald alles hier vorbei ist. Sie sind bestimmt in der Uni gewesen. Ablenkung tut manchmal gut. Und Arbeit ist oft die beste Ablenkung. Wann soll denn die Beerdigung sein? Übermorgen. Da werden wohl viele aus der Siedlung kommen. Mir ist das jetzt so richtig bewusst geworden, wie beliebt Hartmut hier gewesen ist. Die Leute haben mir so viel Nettes über ihn gesagt. Aber... Ja? Ach, es ist alles viel zu kompliziert. Ja. Wenn Sie es nicht sagen wollen, dann lassen Sie es nur. Er hatte sich da auf was eingelassen, das... Doch hoffentlich nichts Schlimmes. Ja, das ist es ja. Ja, junge Leute neigen bisweilen zu Leichtsinn und das rächt sich dann wohl auch manchmal. Wie meinen Sie das? Ich wollte Sie nicht kränken. Es ist nur so,
dass ich auch schon die Erfahrung gemacht habe, dass... Ach, es ist einfach gut, mal mit einem anderen Menschen darüber sprechen zu können. Ja, vielleicht besser bei einer Tasse Tee oder Kaffee. Ich glaube, wir könnten einen gebrauchen. Ja, danke. Meine Frau, die wäre natürlich auch gerne zur Beerdigung gegangen, aber wir wissen ja, sie ist nicht hier. Hauptsache, es geht ihr besser. Ja, das hoffe ich auch. Die frische Luft und etwas Abstand und... Das wird ihr bestimmt helfen. Aber kommen Sie doch rein. Sie wollen mir doch nicht weiß machen, Sie hätten nicht mehr aus ihm rauszukriegen versucht. Das schon, aber er schwieg wie ein Grab. Kein gutes Stichwort. Verdammt, ja. Jedenfalls muss jemand gar nicht gut auf ihn zu sprechen gewesen sein. Hat denn Ihr Verlobter keine Andeutung gemacht, über Kollegen bei der Polizei zum Beispiel? Irgendwas, was ihm nicht geheuer erschien, oder... Ich verstehe nicht, was Sie wollen. Keine Andeutung, nichts? Nein. Rufen Sie mich an. Ich meine, falls Ihnen noch was einfällt. Das muss ich mir noch schwer überlegen. Ich würde mich freuen. Ja? Ja? Mal sehen. Tschüss. Tschüss. Sag mal, was machst du denn hier? Kannst du hier nicht einfach telefonieren? Doch, geht prima. Das ist ein Behördenapparat. Ich versinke vor Ehrfurcht. Übrigens habe ich da was ganz Interessantes erfahren. Ich habe dir mit doch... Mit wem hast du denn telefoniert? Mit der Verlobten von Olbrich. Nun lass doch den Olbrich mal. Oder hast du es auf sie abgesehen? Nee, eigentlich nicht. Aber lass wenn es du lieber. Mal... Na bitte. Übrigens, dieser Enkhaus muss total verrückt gewesen sein. Hat wirklich monatelang zum Schein mitgemacht. Hat beobachtet, recherchiert, alles genau notiert. Tatorte, Tathergänge, Namen, Adressen und so weiter. Die meisten sind übrigens bereits festgenommen worden, werden verhört. Und wieder freigelassen. Die meisten ja. Haben ja einen ehrenwerten Beruf, einen festen Wohnsitz und natürlich besteht bei ihnen weder Flucht noch Verdunklungsgefahr. Ja, ja. Herr Ohn? Hat schon einer gestanden? Der Mord an Enkhaus? Nein. Vielleicht müssen wir nochmal von vorne anfangen. Auch wenn es einer der Wegelagerer, Kollegen war? Das sind keine Kollegen. Ach, Mann, komm. Wenn es einer von denen war, irgendwer muss Enkhaus doch mal mit ihm gesehen haben. Irgendwas muss doch mal irgendwem aufgefallen sein. Nochmal die Schwester fragen. Und die Nachbarn. Den, der immer im Garten arbeitet. Der muss doch eine Menge mitkriegen von dem, was in der Siedlung so läuft. Der Seelheim, ja. Oder seine Frau. Ihr habt doch mit ihr gesprochen. Was hat sie denn gesagt? Nicht viel, wusste nichts. Ich habe mich nur gefragt, wie der Mann an so eine Frau kommt. Alter Chauvi. Vielleicht mag sie Gartenarbeit. Sie wirkte zwar ein bisschen mitgenommen, so als ob sie Grippe oder Heuschnupfen hätte, aber trotzdem, das konnte auch nicht verhindern, dass man gleich sah, was für eine tolle mal, Frau das... Augenblick mal. Heuschnupfen hatte sie, sagst du? Gerötete Augen, gerötete Nase? Ja, sonst wäre ich ja wohl nicht auf Heuschnupfen gekommen. Bei dir lächeln die Frauen wohl immer selig. Ja, was soll das? Oder schauen mit großen, ernsten Augen voll zärtlicher Erwartung auf zum großen, starken Helden der örtlichen Mordkommission. Hör auf. Du meinst, die schöne Nachbarin hat geweint? Na klar. Ich hab dir doch von dem Partyflirt zwischen Enkhaus und der Sandra Kaiser erzählt. Okay, schon wieder. Und dass Enkhaus außer ein paar beschwipsten Küsschen nicht mehr von ihr wollte, weil er nämlich nicht in Sandra Kaiser... Sondern offenbar in eine andere verliebt war, weiß ich. Richtig. Und vorhin am Telefon sagte sie mir, sie habe ihn auszufragen versucht, wer denn die andere sei. Aber Enkhaus hat geschwiegen wie ein Grab. Aha. Allerdings muss ihm eine Bemerkung rausgerutscht sein, aus der Sandra Kaiser schließt, dass Enkhaus große Liebe möglicherweise... ganz bei ihm in der Nähe gewohnt hat. Du meinst? Wäre denkbar. Bisschen abenteuerlich. Nein, so leicht verdächtige ich niemanden mehr. Gut, dann los. Zuerst zu Helga Enkhaus. Verdammt. Vielleicht ist sie hinten im Garten. Nein, Pech gehabt. Wo könnte sie sonst sein? In der Uni? Du hör mal. Die ist im Nachbarhaus. Auch das noch. Los, komm. Komm's an. Ja. Die Terrassentür ist auf. Ich weiß noch, wer ihr einmal gezeigt hat, wie man einen Pflaumenbaum veredelt. Im Frühjahr war das, abends. Da war er dann stolz wie Oskar. Ja, der war ganz gut drauf.
Denn zuerst hat er gesagt, hätte ihre Frau gar nicht glauben wollen, dass er es konnte. Aber als er es ihr gezeigt hat... Ja. Ja, also ich meine, als er gezeigt hat, wie man pfropft und veredelt. Ja, ja, das habe ich auch festgestellt. Habe ich sie verletzt? Wegen dem Garten? Weil Hatten das war, der es ihrer Frau gezeigt hat. Sie wissen ja gar nicht, wovon Sie reden. Ihr Bruder, überall beliebt, jung, sympathisch, gut aussehend, durchtrainiert, nicht wahr? Und so hilfsbereit, nicht wahr? Hilft der Nachbarin im Garten. Ist ein netter Junge und so kräftig. Ja, sehr heimlich. Aber nicht kräftig genug. So darf niemand über meinen Bruder reden. Darf. Ihre Frau würde nicht... Ach, Schluss jetzt! Ihr Bruder, meine Frau, ich kann es nicht mehr hören. Aber... Schluss jetzt, komm. Okay? Was wollen Sie? Ach, Sie sind es. Tag. Daniel? Herr Benrat? Herr Seelheim? Ich muss Ihnen einige Fragen stellen. Was soll das? Wegen des Mordes an Hartmut Enkhaus. Nein. Warum denn mir? Das stimmt doch nicht. Auf das Naheliegende kommt man oft nicht sofort. Aber ich habe doch gar keinen Grund. Da brauchen wir ja bloß Ihre Frau zu fragen. Nein. Oder haben Sie die auch umgebracht? Nein. Nein, meine Frau ist... Sie wirklich bei Ihren Eltern? Bestimmt. Ich kann das nicht glauben. Herr Seelheim, ein Mörder? Sie sind jetzt still. Wann haben Sie davon erfahren, Herr Seelheim, dass Ihre Frau und Hartmut Enkhaus ein Verhältnis hatten? Vor, ich weiß nicht mehr, vor ungefähr 3 Monaten. Warum haben Sie die beiden nicht zur Rede gestellt? Das war nicht so einfach. Es hätte auch gar keinen Zweck gehabt. Ich kann Ihnen leider nicht das Gegenteil beweisen. Jetzt nicht mehr. Wie sind Sie auf die Idee mit dem Kanal gekommen? Wegen der alten Anglerhütte hinter der Schleuse. Wieso? Hat Ihre Frau sich mit ihm da getroffen? Ja. Und Sie haben sie beobachtet? Zufällig. Das war so, wie die es machten. Da musste ich es ja eines Tages entdecken. Die waren ja verrückt. Überall haben sie es abends im Garten, im Wald, im Hotel, in der Wohnung, wenn ich nicht da war. Und sogar da, wo meine Frau und ich uns früher getroffen haben. Sogar in der alten Anglerhütte. Ich habe sie ja da reingehen sehen. Ich habe selbst mit ansehen müssen, wie sie in der Hütte verschwanden. Ja, sehen Sie mal sowas mit an, wie Ihre Frau mit so einem... Und schon unterwegs konnten sie die Finger nicht voneinander lassen. Völlig verrückt waren sie. Und wie haben Sie erfahren, dass Hartmut Enkhaus an dem besagten Abend zum Kanal kommen wollte? Zufällig, er und sein Freund, der andere Polizist, sie standen draußen am Wagen und haben darüber gesprochen, dass sie sich abends treffen wollten. Enkhaus wollte nicht, nicht wahr? Ja, aber der andere hat darauf bestanden. War ziemlich wütend, glaube ich. Und Sie waren im Vorgarten und haben alles gehört? Nein, am Fenster. Und da sind dann Sie abends als Erster am Kanal gewesen? Ich wollte doch nur hören, was... Aber da kam Enkhaus alleine und es war dunkel und Sie konnten Ihren Plan ausführen. Ich habe es nicht gewollt. Doch. Ich muss Sie verhaften, Herr Seelheim. Kann ich meine Frau anrufen? Nein. Es wurde immer schlimmer. Tag für Tag musste ich mit ansehen, wie das immer schlimmer wurde. Meine Frau war ja rein verrückt. Total verrückt gemacht von diesem... Deswegen haben Sie Hartmut ermordet? Sie haben also auch gewusst, dass Ihr Bruder und Frau Seelheim... Nein. Vielleicht geahnt, aber... Sie scheinen immer nur was zu ahnen. Aber Hartmut und ich hatten doch nie Geheimnisse voneinander. Glauben Sie das immer noch? Ich glaube, wir sollten uns bei Olbrich entschuldigen. Tja. Kommen Sie, Herr Seelheim. Entschuldigen Sie. Ja? Können Sie mir sagen, wo Familie Enkhaus wohnt? Die Eltern, die sind ja nur schon seit Jahren tot. Mhm. Aber die jungen Enkhaus... Haben Sie nicht von dieser schrecklichen Sache gehört? Da wissen Sie sicher mehr von als ich. Eigentlich auch nicht viel. Was man so hört, nicht wahr? Die Enkhaus wohnen doch in dieser Straße hier, oder? Sind Sie von der Zeitung? Reporter? Sieht man mir das an? Das muss ein aufregender Beruf sein. Boah, kommt drauf an. Ja. Für unser eins klingt das vielleicht aufregend, Reporter. Ne? Immer unterwegs, immer was Neues. Unser eins erlebt ja Aufregendes zumeist nur in der Zeitung oder im Fernseher. Zenk ist mein Name. Den Namen, den habe ich schon mal gelesen, glaube ich. Hm? Angenehm, Seelheim. Schönen Garten haben Sie. Ja, Sie sollten erst mal den hinterm Haus sehen. Da haben wir auch Obst und Gemüse. Aha. Eine Pappel, eine Trauerweide. Kennen Sie denn die Enkhaus? Ja, mit den Eltern haben wir so manches Mal zusammengesessen und gefachsimpelt. Über den Garten, ne? Und so weiter.
Ich meine, der Junge verstand ja auch was vom Garten. Aha. Aber es ist ja nur eine sehr traurige Sache mit dem. Kannten Sie ihn gut? Ja, als wir hier bauten, da haben die Enkers ja schon hier gewohnt. Wie war er? Herr Hartmut? Ja, ja. Na ja. So viel habe ich ihn ja auch nicht gesehen. Und Ihre Frau, kann die mir vielleicht ein bisschen mehr erzählen? Meine Frau? Ja. Wieso? Ja, ich denke mir, dass sie die Enkhaus noch mehr gesehen hat als Sie. Oder ist sie auch berufstätig? Nein, nein, das nicht. Aber mehr erzählen kann sie bestimmt auch nicht. Mhm. Ist ja auch gar nicht da. Die ganze Aufregung hier und so weiter. Nicht Aufregung? Bei Ihnen? Nein, nicht direkt, aber das war ja nebenan die ganze Zeit ein Hin und Her. Ach. Ja, Kriminalpolizei und so weiter, nicht? Hier kamen sie natürlich auch. Um ach, die, und die so. Enkhaus wohnen im Nachbarhaus. Habe ich das ja nicht gesagt? Nee. Also, ja, jetzt ist ja nur noch die Helga. Ja. Ja, dann vielen Dank, Herr Seelheim. Ach, keine Ursache. Kommt denn schon morgen was in die Zeitung? Ich denke schon. Mein Name ist Zenk, Daniel Zenk. Könnte ich Sie wohl mal für einen Moment sprechen? Worum geht es denn? Ich bin von der Zeitung. Oh. Ja, ich weiß, dass ich sehr ungelegen komme, aber... Da haben Sie recht. Was mit Ihrem Mann passiert ist, das tut mir leid. Er war nicht mein Mann, er war mein Bruder. Oh, das wusste ich nicht. Und wirklich leid täte es Ihnen wohl erst, wenn keine Story draus würde, nicht wahr? Es hat wohl kaum Sinn, jetzt hier meinen Beruf zu verteidigen. Was? Na gut, meinetwegen kommen Sie rein. Danke. Aber nur kurz. Ja. Ja, ist dann hoffentlich besser. Naja, ich glaube, ich gehe schon mal. Wir haben Olbrich für 14 Uhr bestellt. Hm. Komm gleich nach. Ja, wird wohl noch ein bisschen dauern, Chef. Oder? Wieso? Da kommt Ihr Freund. Oh nein. Herr Görg. Herr Graf. Tschüss, bis Tschüss. Später. Ich sehe, du bist bester Laune. Ich dich sehe immer. Ja, na komm. Ja, lass es. Und sitzen wir noch in 2 Stunden hier und erzählen uns gegenseitig, wie unsympathisch wir uns finden. Ha. Wirkst doch nicht gerade so, als sei dir der Sonnenschein persönlich begegnet. Auch der Reporterberuf hat seine Schattenseiten, ne? Hast mal wieder versucht, jemanden den Fuß in die Tür zu schieben? Komm. Ja, mit solchen Methoden... Arbeitet nur die Konkurrenz. Ja. Ich weiß. Na, lass uns von was anderem reden. Wie geht's unserem Hauptverdächtigen? Unserem? Ja. Du meinst wohl deinem? Wieso? Sag mal, du hast ja ein Ding geleistet mit deinem Artikel. Oh, die Sache ist doch wohl klar, für oder? Uns nicht. Wir vernehmen nur verschiedene Personen zur Sache. Hey, dass du mir immer noch mit dieser alten Leier kommen musst. Okay. Ich wollte es dir nicht sagen. Ja, mir ist das schon gut, ich weiß. Ach, sowas von stur habe ich schon lange nicht mehr erlebt. Der rückt einfach nicht damit raus, warum er sich mit Enkhaus am Kanal hat treffen wollen. Und was denkst du, warum? Keine Ahnung, ehrlich. Sowas von stur. Hm. Du warst bei Helga Enkhaus, nicht wahr? Mhm. Nicht nur bei ihr, sondern auch bei der Verlobten von Olbrich. Beide sagen, zwischen Enkhaus und Olbrich habe es nie Streit gegeben. Allerdings. Ja? Ich kann mich täuschen, aber ich meine, die Enkhaus hat das ein bisschen zu dick betont. Und warum? Keine Ahnung. Vielleicht hatte ich sie ein bisschen verunsichert, als ich ihr sagte, ich hätte auch so einen guten Freund. Ach nee. Und mit dem habe es nur einmal richtig Krach gegeben, als wir uns nämlich in dieselbe Frau verliebt haben. Die alte Drehleier. Stimmt's nicht? Du meinst, das hat sie verunsichert? Vielleicht hat auch meine persönliche Ausstrahlung sie nervös gemacht. Lenkt nicht ab. Es muss wohl neulich auch mal eine kleine Partyschmuserei gegeben haben zwischen Sandra Kaiser und Hartmut Enkhaus. Na, Enkhaus und sie verknallt? Das wohl nicht, aber Olbrich war sauer auf sie. Auf sie? Ja, obwohl es offenbar nur zu ein paar Küsschen gekommen ist. Naja. Ich hatte den Eindruck, Olbrichs Verlobte wäre durchaus auch zu mehr bereit gewesen. Aber Enkhaus wurde ich. War wohl bereits verliebt, meint Sandra Kaiser. Allerdings nicht in sie. Aha, ja. Etwas verworren, die Geschichte, ne? Ja. Gestern hat übrigens jemand versucht, mir quasi im Kofferraum platt zu walzen. Quasi? Ein Fernfahrer. Klingelt es da bei dir? Sollte es? Nee. Wusstest du übrigens, dass Enkhaus vorhatte, eventuell zu studieren? Ach, wollte also von der Polizei weg? Davon hat seine Schwester nichts gesagt. Monatelang zum Schein mitgemacht. Hat beobachtet, recherchiert, alles genau notiert. Tatorte, Tathergänge, Namen, Adressen und so weiter.
Die meisten sind übrigens bereits festgenommen worden, werden verhört. Und wieder freigelassen. Die meisten ja. Haben ja einen ehrenwerten Beruf, einen festen Wohnsitz und natürlich besteht bei ihnen weder Flucht noch Verdunklungsgefahr. Ja, ja. Ja und? Hat schon einer gestanden? Der Mord an Enkhaus? Nein. Vielleicht müssen wir nochmal von vorne anfangen. Auch wenn es einer der Wegelagerer, Kollegen war? Das sind keine Kollegen. Ach, Mann, komm. Wenn es einer von denen war, irgendwer muss Enkhaus doch mal mit ihm gesehen haben. Irgendwas muss doch mal irgendwem aufgefallen sein. Nochmal die Schwester fragen. Und die Nachbarn. Den, der immer im Garten arbeitet. Hm. Der muss doch eine Menge mitkriegen von dem, was in der Siedlung so läuft. Der Seelheim, ja. Oder seine Frau. Ihr habt doch mit ihr gesprochen. Was hat sie denn gesagt? Nicht viel, wusste nichts. Ich habe mich nur gefragt, wie der Mann an so eine Frau kommt. Alter Chauvi. Vielleicht mag sie Gartenarbeit. Sie wirkte zwar ein bisschen mitgenommen, so als ob sie Grippe oder Heuschnupfen hätte, aber trotzdem, das konnte auch nicht verhindern, dass man gleich sah, was für eine tolle mal, Frau das... Augenblick mal. Heuschnupfen hatte sie, sagst du? Gerötete Augen, gerötete Nase? Ja, sonst wäre ich ja wohl nicht auf Heuschnupfen gekommen. Bei dir lächeln die Frauen wohl immer selig. Ja, was soll denn das? Oder schauen mit großen, ernsten Augen voll zärtlicher Erwartung auf zum großen, starken Helden der örtlichen Mordkommission. Hör auf. Du meinst, die schöne Nachbarin hat geweint? Na klar. Ich hab dir doch von dem Partyflirt zwischen Enkhaus und der Sandra Kaiser erzählt. Okay, schon wieder. Und dass Enkhaus außer ein paar beschwipsten Küsschen nicht mehr von ihr wollte, weil er nämlich nicht in Sandra Kaiser... Sondern offenbar in eine andere verliebt war, weiß richtig. Ich. Richtig. Und vorhin am Telefon sagte sie mir, sie habe ihn auszufragen versucht, wer denn die andere sei. Aber Enkhaus hat geschwiegen wie ein Grab. Aha. Allerdings muss ihm eine Bemerkung rausgerutscht sein, aus der Sandra Kaiser schließt, dass Enkhaus große Liebe möglicherweise... ganz bei ihm in der Nähe gewohnt hat. Du meinst? Wäre denkbar. Bisschen abenteuerlich. Nein, so leicht verdächtige ich niemanden mehr. Gut, dann los. Zuerst zu Helga Enkhaus. Verdammt. Vielleicht ist sie hinten im Garten. Nein, Pech gehabt. Wo könnte sie sonst sein? In der Uni? Du hör mal. Hergekommen. Keine Ahnung. Er war schon vorher da. Ich weiß oder? Es nicht, verdammt. Also was war es nun? Unfall, Selbstmord? Ich weiß es nicht, Daniel, ich weiß es wirklich nicht. So, und jetzt lass mich weiterarbeiten. Soll ich dir sagen, was es war? Es war Mord. Du spekulierst zu viel. Ich habe eben Fantasie, im Gegensatz zu euch. Also pass mal auf. Ich sag dir, wie die Sache passiert ist, klar? Und wahrscheinlich so. Dieser Enkhaus ist aus irgendeinem Grund zum Kanal gefahren. Hm. Wahrscheinlich hat jemand ihn unter einem Vorwand dahin gelockt. Am Kanal hat dieser jemand ihm aufgelauert, finster genug war es ja. Hat ihm eine rübergezogen, ihn wieder ins Auto buxiert, die Zündung angestellt, den Wagen ins Rollen gebracht und mitsamt dem Opfer in den Kanal fahren lassen. Stimmt's, Herr Hauptkommissar? Du hast zu viele Filme gesehen. Frage ist nur, wer war es, der Enkhaus aufgelauert hat und warum? Was dieser Kollege von ihm? Die beiden sind doch oft zusammen Streife gefahren. Olbrich heißt er, nicht? Mensch, du wirst mir doch wenigstens bestätigen können, was ich sage. Nein, das kann ich nicht. Du, ich habe schon öfter Ärger gekriegt, wenn ich dir Informationen gegeben habe. Dann werde ich mir meine Informationen eben anders beschaffen müssen. Jedenfalls bleibe ich an der Story dran. Ja, für euch ist immer nur die Story wichtig. Ja, ihr dagegen seid nur am Menschlichen interessiert, nicht? Ich werde also erstmal zu dieser Siedlung fahren, wo Enkhaus gewohnt hat. Halt dich da raus, ja? Danke für den... Wir führen die Ermittlungen. Du wirst das Ergebnis noch früh genug erfahren. Falls wir in dieser Sache überhaupt ermitteln werden. Moment. Verhaspel dich nicht. Ihr seid doch schon längst dran. Oder willst du mir etwas erzählen, du seist gestern Abend zu Hause gewesen? Ich habe nämlich ständig bei dir angerufen und du bist keiner, der ein Telefon klingeln lassen kann. Und bei Ulla warst du auch nicht. Du solltest dich übrigens mal bei ihr sehen lassen. Oder soll ich sie mal zum Essen einladen? Lass mich in Ruhe, Mensch. Rapp! Rapp! Was ist denn? Sind die Berichte da? Eben gekommen. Und wo sind sie, verdammt? Ja.
Was ist denn mit Ihnen? Ich wollte die Berichte sofort haben. Sie haben doch mit Senk telefoniert. Na und? Nee, hey, so nicht, Chef, ja? Entschuldigung. Hier sind Sie. Schon gelesen? Überflogen, wie Sie vermutet haben. Äußere Gewalteinwirkung, Benommenheit oder Bewusstlosigkeit. Hm. Wahrscheinlich infolge eines Schlages, dann ertrunken. Also Mord. Tja, muss wohl. Was anderes wäre mir lieber gewesen. Dem Kollegen Enkhaus ist das egal. Kannten Sie ihn? Kaum. Hat uns mal bei einer Fahndungsaktion geholfen. Und? Oh, begriff schnell, worum es ging. Nicht unsympathisch. Gab Spuren am Wagen, im Wagen? Nichts Besonderes. War nicht angeschnallt. Das linke Fenster war heruntergekurbelt. Ja, das ist mir gleich aufgefallen, aber das kann auch Enkhaus selbst gemacht haben. Jedenfalls konnte deshalb der Wagen besonders schnell sinken. Geben Sie mal her, ich will mir das nochmal genauer ansehen. Ja, hier sind Sie. Und voll zärtlicher Erwartung auf zum großen, starken Helden der örtlichen Mordkommission. Hör auf. Du meinst, die schöne Nachbarin hat geweint? Na klar. Ich hab dir doch von dem Partyflirt zwischen Enkhaus und der Sandra Kaiser erzählt. Okay, schon wieder. Und dass Enkhaus außer ein paar beschwipsten Küsschen nicht mehr von ihr wollte, weil er nämlich nicht in Sandra Kaiser... Sondern offenbar in eine andere verliebt war, weiß richtig. Ich. Richtig. Und vorhin am Telefon sagte sie mir, sie habe ihn auszufragen versucht, wer denn die andere sei. Aber Enkhaus hat geschwiegen wie ein Grab. Aha. Allerdings muss ihm eine Bemerkung rausgerutscht sein, aus der Sandra Kaiser schließt, dass Enkhaus große Liebe möglicherweise ganz bei ihm in der Nähe gewohnt hat. Du meinst? Wäre denkbar. Bisschen abenteuerlich. Nein, so leicht verdächtige ich niemanden mehr. Gut, dann los. Zuerst zu Helga Enkhaus. Verdammt. Vielleicht ist sie hinten im Garten. Nein, Pech gehabt. Wo könnte sie sonst sein? In der Uni? Du. Du, hör mal. Du, die ist im Nachbarhaus. Auch das noch. Los, komm. Pass an. Ja. Die Terrassentür ist auf. Ich weiß noch, wie er einmal gezeigt hat, wie man einen Pflaumenbaum veredelt. Im Frühjahr war das, abends. Da war er dann stolz wie Oskar. Ja, der war ganz gut drauf. Denn zuerst hat er gesagt, hätte ihre Frau gar nicht glauben wollen, dass er es konnte. Aber als er es ihr gezeigt hat... Ja. Ja, also ich meine, als er gezeigt hat, wie man pfropft und veredelt. Ja, ja, das habe ich auch festgestellt. Habe ich Sie verletzt? Wegen dem Garten? Weil Hatten das war, der es Ihrer Frau gezeigt hat. Sie wissen ja gar nicht, wovon Sie reden. Ihr Bruder, überall beliebt, jung, sympathisch, gut aussehend, durchtrainiert, nicht wahr? Und so hilfsbereit, nicht wahr? Hilft der Nachbarin im Garten, sehr netter Junge und so kräftig. Ja, sehr heimlich. Aber nicht kräftig genug. So darf niemand über meinen Bruder reden. Auf. Ihre Frau würde nicht... Ach, Schluss jetzt, Ihr Bruder, meine Frau, ich kann es nicht mehr hören. Aber... Schluss jetzt, komm. Okay? Was wollen Sie? Ach, Sie sind es. Tag. Daniel? Herr Benrath? Herr Seelheim? Ich muss Ihnen einige... Weil hatten das war, der es Ihrer Frau gezeigt hat... Sie wissen ja gar nicht, wovon Sie reden. Ihr Bruder, überall beliebt, jung, sympathisch, gut aussehend, durchtrainiert, nicht wahr? Und so hilfsbereit, nicht wahr? Hilft der Nachbarin im Garten, sehr netter Junge und so kräftig. Ja, sehr heimlich. Aber nicht kräftig genug. So darf niemand über meinen Bruder reden. Ach, auf. Ihre Frau würde nicht... Ach, Schluss jetzt, Ihr Bruder, meine Frau, ich kann es nicht mehr hören. Aber... Schluss jetzt, komm. Okay? Was wollen Sie? Ach, Sie sind es. Tag. Daniel? Herr Benrath? Herr Seelheim, ich muss Ihnen einige Fragen stellen. Was soll das? Wegen des Mordes an Hartmut Enkhaus. Nein. Warum denn mir? Das stimmt doch nicht. Auf das Naheliegende kommt man oft nicht sofort. Aber ich habe doch gar keinen Grund. Da brauchen wir ja bloß Ihre Frau zu fragen. Nein. Oder haben Sie die auch umgebracht? Nein. Nein, meine Frau ist... Sind wirklich bei Ihren Eltern?
Bestimmt. Ich kann das nicht glauben. Herr Seelheim, ein Mörder? Sie sind jetzt still. Wann haben Sie davon erfahren, Herr Seelheim, dass Ihre Frau und Hartmut Enkhaus ein Verhältnis hatten? Vor ungefähr 3 Monaten. Warum haben Sie die beiden nicht zur Rede gestellt? Das war nicht so einfach. Es hätte auch gar keinen Zweck gehabt. Ich kann Ihnen leider nicht das Gegenteil beweisen. Jetzt nicht mehr. Wie sind Sie auf die Idee mit dem Kanal gekommen? Wegen der alten Anglerhütte hinter der Schleuse. Wieso? Hat Ihre Frau sich mit ihm da getroffen? Ja. Und Sie haben sie beobachtet? Zufällig. Das war so, wie die es machten. Da musste ich es ja eines Tages entdecken. Die waren ja verrückt. Überall haben sie es abends im Garten, im Wald, im Hotel, in der Wohnung, wenn ich nicht da war. Und sogar da, wo meine Frau und ich uns früher getroffen haben. Sogar in der alten Anglerhütte. Ich habe sie ja da reingehen sehen. Ich habe selbst mit ansehen müssen, wie sie in der Hütte verschwanden. Ja, sehen Sie mal sowas mit an, wie Ihre Frau mit so einem... Und schon unterwegs konnten sie die Finger nicht voneinander lassen. Völlig verrückt waren sie. Und wie haben Sie erfahren, dass Hartmut Enkhaus an dem besagten Abend zum Kanal kommen wollte? Zufällig. Er und sein Freund, der andere Polizist, sie standen draußen am Wagen und haben darüber gesprochen, dass sie sich abends treffen wollten. Enkhaus wollte nicht, nicht wahr? Ja, aber der andere hat darauf bestanden. War ziemlich wütend, glaube ich. Und Sie waren im Vorgarten und haben alles gehört? Nein, am Fenster. Und da sind dann Sie abends als Erster am Kanal gewesen? Ich wollte doch nur hören, was... Aber da kam Enkhaus alleine und es war dunkel und Sie konnten Ihren Plan ausführen. Ich habe es nicht gewollt. Doch. Ich muss Sie verhaften, Herr Seelheim. Kann ich meine Frau anrufen? Nein. Es wurde immer schlimmer. Tag für Tag musste ich mit ansehen, wie das immer schlimmer wurde. 5 gegen 1, Schweine! Ah! Wenigstens die Dinger vom Gesicht! Sie! Drecksäue! Ich weiß, ich werde demnächst alleine vornehmen. Ah! Oh! Ja? Auch am Abend noch da? Ah. Was glaubst du, was hier los ist? Das ganze Präsidium steht Kopf. Als wenn eine Seuche ausgebrochen wäre. Seuche passt. Ihr werdet berühmt. Ganz Europa wird darüber berichten. Scheiß Berühmtheit. Bist du weitergekommen? Deinen Fernfahrer hat Rapp noch nicht gefunden. Er wird unterwegs sein. Wir brauchen ihn möglichst bald zu einer Zeugenaussage. Seid aber vorsichtig. Hier kommt nichts raus. Da sei mal nicht so sicher. Weißt du, wie viele von den Wegelagerern ihre Freunde auch unter euren Leuten haben? Quatsch. Du bist auch schon betriebsblind geworden. Hoffentlich nicht. Und deine Story? Aufmacher Seite 1. Und auch für die nächsten Tage habe ich genügend Stoff. Hat Olbricht dir noch mehr Einzelheiten erzählt? Er weiß wohl weniger als dein Fernfahrer. Und er selber hat nicht mitgemacht. Ich bin ziemlich sicher, dass er sauber ist. In dieser Beziehung... Wie meinst du das? Irgendwas macht mich da immer noch nachdenklich. Irgendwas war bei dem Gespräch mit Sandra Kaiser... Olbrich war es nicht. Irgendeiner von den Fernfahrern ist durchgedreht und hat Enkhaus in den Kanal befördert. Ich weiß nicht. Sehen wir uns morgen. Gerne. Schön. Bis dann. Ja. Bestell Ulla schöne Grüße. Hab sie seit Tagen nicht gesehen. Schwierigkeiten. Tja. Sie meint, wir leben uns auseinander. Mein Beruf geht ihr auf die Nerven. Ja, meiner ist auch nicht besser. Jedenfalls was Überstunden und so weiter betrifft. Vielleicht soll ich doch mal mit Ulla sprechen. Hat keinen Sinn. Sie ist eigensinnig wie... Sympathische Frau. Mhm. Mach's gut, Alter. Haha. Chef? Was ist? Neue Situation. Mach's nicht so spannend. Die Besatzung eines Streifenwagens hat einen Fernfahrer gefunden. Draußen auf dem Gelände des Containerbahnhofs. Schwer verletzt. Ach du Scheiße. Nee. Wahrscheinlich völlig zusammengeschlagen und getreten. Schon identifiziert? Ja. Ich fürchte, Chef, es ist unser Zeuge. Was? Jetzt ist Schluss. Los, kommen Sie. In welchem Krankenhaus liegt der Mann? Vinzenz Hospital. Kennen Sie 2, 3 zuverlässige Beamte? Wirklich zuverlässige? Ja, denk schon, ja. Gut, dann sieh nach, ob einer von Ihnen im Dienst ist und kommen Sie mit ihm nach. Ja? Mach ich, Chef. Herr Lummers? Können Sie mich verstehen? Ja, kann ich. Mein Name ist Benrath. Von mir an, da können Sie meinetwegen schreiben, so viel Sie wollen. Na gut, na gut.
Aber wieso sind Sie mir, als ich aus der Siedlung zurückkam, wo Enkhaus gewohnt hat, warum sind Sie mir da so auf die Pelle gerückt? Ach ja, war bescheuert, ich weiß. Ja. Aber als wir gelesen haben, dass er da Dingens... Da haben ein paar Kollegen und ich gedacht, wir sollten mal nachgucken, was sich da abspielt. Mhm. Weil nämlich ein paar Angst hatten, wegen dem könnte alles hochgehen. Ach, ich weiß auch nicht. Jedenfalls ist mir dann klar geworden, wie bescheuert das ist, dass wir so in Panik geraten. Schließlich kann es doch nur gut sein für uns, wenn das mal aufhört. Enkhaus war also auch einer von diesen Wegelagerern. Ach, der war eigentlich ja noch in Ordnung. Ach, in Ordnung. Ja. Er war wenigstens höflich und freundlich, wenn er kassiert hat. Ist das die Skizze, die Sie bei Enkhaus gefunden haben? Ja, im Spind. Wir hatten einen gemeinsamen Spind. Wenn das stimmt, was Sie uns eben erzählt haben, dann wird es hier bei uns im Präsidium und in den Polizeidienststellen der Umgebung einen Riesenwirbel geben. Und nicht nur in den Polizeidienststellen. Heiligsblechle. Aber es stimmt, leider. Und warum haben Sie von Ihrem Verdacht oder Ihrem Wissen nicht gleich Ihren Vorgesetzten berichtet? Ich wusste ja nicht, ob die nicht vielleicht auch... Ja, oder der Kripo. Ich wollte zuerst mit Hartmut darüber sprechen. Schließlich handelt es sich doch um Kollegen. Ja, das ist es, was ich bei uns so liebe. Diese Bullenkompanie. Ein Bulle dreht ein Ding oder haut jemandem die Fresse ein und keiner hat's gesehen. Ist das nicht ein bisschen übertrieben, Chef? Es gibt noch viel schlimmere Fälle. Aber nicht alle sind so. Sie brauchen ja keine Verteidigungsrede zu halten. Ich bin ja selbst ein Bulle. Also, Sie haben sich mit Ihrem Freund und Kollegen verabredet, haben ihn zur Rede gestellt und dabei kam es zum Streit. Nein, verdammt nochmal. Ich bin es leid, dauernd beteuern zu müssen, dass ich ihn nicht umgebracht habe. Und wer war es dann? Ihrer Meinung nach? Ein Fernfahrer, der sich rächen wollte? Oder haben Sie einen Kollegen im Verdacht? Ich weiß nicht, wer es war. Kann ich gehen? Ja, Wiedersehen. Bernhard? Wiedersehen. Und hier kommt schon die erste Preisfrage. Lass mich mit deinem Quatsch in Frieden, dann. Was halten Sie von Fernfahrern? Was sagst du? Zweite Preisfrage. Lass den Quatsch. Was halten Sie von Wegelagerern? Und gibt es diese auch heute noch? Woher hast du das? Ich dachte, ich könnte dir was Neues sagen. Aber okay, wenn du willst, tauschen wir unser Wissen aus. Woher hast du das? Möglicherweise könnte ich dir zu einem Zeugen verhelfen. Wir haben schon einen. Ein Fernfahrer? Nein. Wie heißt der? Der Informant wird nicht genannt. Das weißt du doch, Jörg. Aber vielleicht können wir ihn als Zeugen gewinnen. Vorausgesetzt, du bist bereit, mit mir über die Sache zu reden. Und versprichst auf keinen Fall, seinen Namen in die Öffentlichkeit zu bringen. Was glaubst du von mir? Also bis gleich. Hier wird's gleich zugehen wie in einem Wespennest. Ein bisschen später dann? Ja, ich ruf dich an. Gut, bis dann. Tschö. Tschüss. Soll ich die Kollegen vom zuständigen Kommissariat benachrichtigen? Erst sprechen wir mit dem Chef. Kommen Sie. Mach's gut, Alter. Haha. Chef? Was ist? Neue Situation. Mach's nicht so spannend. Die Besatzung eines Streifenwagens hat einen Fernfahrer gefunden, draußen auf dem Gelände des Containerbahnhofs. Schwer verletzt. Ach du Scheiße. Wahrscheinlich völlig zusammengeschlagen und getreten. Schon identifiziert? Ja, ich fürchte, Chef, es ist unser Zeuge. Was? Jetzt ist Schluss. Los, kommen Sie. In welchem Krankenhaus liegt der Mann? Vinzenz Hospital. Kennen Sie zwei, drei zuverlässige Beamte? Wirklich zuverlässige? Ja, denk schon, ja. Gut, dann sieh nach, ob einer von Ihnen im Dienst ist und kommen Sie mit ihm nach. Ja? Mach ich, Chef. Herr Lummers? Können Sie mich verstehen? Ja, kann ich. Mein Name ist Benrath, von der Kriminalpolizei. Ach du liebe Güte. Sie haben mir noch gefehlt. Wer hat Sie so zugerichtet, Herr Lummers? Wer war das? Weiß nicht. Waren vermummt. Außerdem war es dunkel. Waren es Kollegen von Ihnen, Fernfahrer? Das kann sein. Keine Ahnung. Können es Polizeibeamte gewesen sein? Ich denke, vermummt sind nur die Demonstranten. Wenigstens haben Sie Ihren Humor nicht verloren. Humor. Ich fühle mich, als ob alles kaputt wäre. Ich werde Ihnen ein oder zwei zuverlässige Beamte hier lassen, die Ihr Zimmer bewachen, damit kein Ungebetener hier rein kann. Zuverlässige Beamte? Lass ich nicht lachen. Oh. Noch sind die meisten Polizisten anständige Polizisten. Gute Besserung.
Werde ich versuchen. Gute Nacht. Jo. Noch nicht ganz, aber ich hoffe, in einem halben Jahr mit dem Examen fertig zu sein. Gehen Sie eigentlich gerne ins Theater? Sie etwa? Hm, ab und zu, ja. Das heißt, Sie wollen mich fragen, ob ich mit Ihnen ins Theater gehen will? Ja. Ja, vielleicht. Aber ich glaube, die Frage ist, sollten wir etwas verschieben? Ich dachte ja nur. Ja, wer ist denn das schon wieder? Ah. Tag, Daniel. Zweites Frühstück. Ich dachte, das sei dein freier Tag. Ja, das habe ich auch gedacht. Aber ich kam auf die gleiche Idee wie du. Ging lassen. Aber als andere Kollegen das Spitz kriegten, habe ich besser sein lassen. Ne? Warum? Da meinen sie, ich könnte einen Laster fahren mit kaputten Knochen. Bei uns sind auch nicht nur brave Lämmchen. Ach, die haben ihn gedroht. Die hatten eben Angst, sie könnten ihre Zeiten nicht mehr bringen. Bin für jeden Klacks angehalten und so weiter. Das wird ja eine tolle Story. Von wegen. Erst werden sie mal ganz schön selbst ein bisschen rumschnüffeln. Und dann, wenn aber auch keiner mehr auf die Idee kommen kann, dass sie das von mir haben, dann können sie meinetwegen schreiben, so viel sie wollen. Na gut, na gut. Aber wieso sind sie mir, als ich aus der Siedlung zurückkam, wo Enkhaus gewohnt hat, warum sind sie mir da so auf die Pelle gerückt? Ah ja, war bescheuert, ich weiß. Ja. Aber als wir gelesen haben, dass er da Dingens... Da haben ein paar Kollegen und ich gedacht, wir sollten mal nachgucken, was sich da abspielt. Mhm. Weil nämlich ein paar Angst hatten, wegen dem könnte alles hochgehen. Ja, ich weiß auch nicht. Jedenfalls ist mir dann klar geworden, wie bescheuert das ist, dass wir so in Panik geraten. Schließlich kann es doch nur gut sein für uns, wenn das mal aufhört. Enkhaus war also auch einer von diesen Wegelagerern. Ach, der war eigentlich ja noch in Ordnung. Ach, in Ordnung. Ja. Er war wenigstens höflich und freundlich, wenn er kassiert hat. Ist das die Skizze, die Sie bei Enkhaus gefunden haben? Ja, im Spind. Wir hatten einen gemeinsamen Spind. Wenn das stimmt, was Sie uns eben erzählt haben, dann wird es hier bei uns im Präsidium und in den Polizeidienststellen der Umgebung einen Riesenwirbel geben. Und nicht nur in den Polizeidienststellen. Heiligsblechle. Aber es stimmt, leider. Und warum haben Sie von Ihrem Verdacht oder Ihrem Wissen nicht gleich Ihren Vorgesetzten berichtet? Ich wusste ja nicht, ob die nicht vielleicht auch... Ja, oder der Kripo. Ich wollte zuerst mit Hartmut darüber sprechen. Schließlich handelt es sich doch um Kollegen. Ja, das ist es, was ich bei uns so liebe. Diese Bullenkompanie. Ein Bulle dreht ein Ding oder haut jemanden die Fresse ein und keiner hat's gesehen. Ist das nicht ein bisschen übertrieben, Chef? Es gibt noch viel schlimmere Fälle. Aber nicht alle sind so. Sie brauchen ja keine Verteidigungsrede zu halten. Ich bin ja selbst ein Bulle. Also, Sie haben sich mit Ihrem Freund und Kollegen verabredet, haben ihn zur Rede gestellt und dabei kam es zum Streit. Nein, verdammt nochmal. Ich bin es leid, dauernd beteuern zu müssen, dass ich ihn nicht umgebracht habe. Und wer war es dann? Ihrer Meinung nach? Ein Fernfahrer, der sich rächen wollte? Oder haben Sie einen Kollegen im Verdacht? Ich weiß nicht, wer es war. Kann ich gehen? Ja, Wiedersehen. Bernhard? Wiedersehen. Und hier kommt schon die erste Preisfrage. Lass mich mit deinem Quatsch in Frieden, Daniel. Was halten Sie von Fernfahrern? Was sagst du? Zweite Preisfrage. Lass den Quatsch. Was halten Sie von Wegelagerern? Und gibt es diese auch heute noch? Woher hast du das? Ich dachte, ich könnte dir was Neues sagen. Aber okay, wenn du willst, tauschen wir unser Wissen aus. Woher hast du das? Möglicherweise könnte ich dir zu einem Zeugen verhelfen. Wir haben schon einen. Ein Fernfahrer? Wir wussten nichts. Ich habe mich nur gefragt, wie der Mann an so eine Frau kommt. Alter Chauvi. Vielleicht mag sie Gartenarbeit. Sie wirkte zwar ein bisschen mitgenommen, so als ob sie Grippe oder Heuschnupfen hätte, aber trotzdem, das konnte auch nicht verhindern, dass man gleich sah, was für eine tolle Frau das ist. Augenblick mal. Heuschnupfen hatte sie, sagst du? Gerötete Augen, gerötete Nase? Ja, sonst wäre ich ja wohl nicht auf Heuschnupfen gekommen. Bei dir lächeln die Frauen wohl immer selig. Ja, was soll denn das? Oder schauen mit großen, ernsten Augen voll zärtlicher Erwartung auf zum großen, starken Helden der örtlichen Mordkommission. Hör auf. Du meinst, die schöne Nachbarin hat geweint? Na klar. Ich hab dir doch von dem Partyflirt zwischen Enkhaus und der Sandra Kaiser erzählt. Okay, schon wieder. Und dass Enkhaus außer ein paar beschwipsten Küsschen nicht mehr von ihr wollte, weil er nämlich nicht in Sandra Kaiser... Sondern offenbar in eine andere verliebt war, weiß richtig. Ich. Richtig. Und vorhin am Telefon sagte sie mir, sie habe ihn auszufragen versucht, wer denn die andere sei. Aber Enkhaus hat geschwiegen wie ein Grab.
Allerdings muss ihm eine Bemerkung rausgerutscht sein, aus der Sandra Kaiser schließt, dass Enkhaus große Liebe möglicherweise ganz bei ihm in der Nähe gewohnt hat. Du meinst? Wäre denkbar. Bisschen abenteuerlich. Nein, so leicht verdächtige ich niemanden mehr. Gut, dann los. Zuerst zu Helga Enkhaus. Oh, verdammt. Vielleicht ist sie hinten im Garten. Nein, Pech gehabt. Wo könnte sie sonst sein? In der Uni? Du hör mal. Du, die ist im Nachbarhaus. Auch das noch. Los, komm. Komm's an. Ja. Die Terrassentür ist auf. Ich weiß noch, wie er einmal gezeigt hat, wie man einen Pflaumenbaum veredelt. Im Frühjahr war das, abends. Da war er dann stolz wie Oskar. Ja, der war ganz gut drauf. Denn zuerst hat er gesagt, hätte ihre Frau gar nicht glauben wollen, dass er es konnte. Aber als er es ihr gezeigt hat... Ja. Ja, also ich meine, als er gezeigt hat, wie man pfropft und veredelt. Ja, das habe ich auch festgestellt. Habe ich sie verletzt? Wegen dem Garten? Weil hatten das war, der es ihrer Frau gezeigt hat. Sie wissen ja gar nicht, wovon Sie reden. Ihr Bruder, überall beliebt, jung, sympathisch, gut aussehend, durchtrainiert, nicht wahr? Und so hilfsbereit, nicht wahr? Hilft dann... Und, das ist nicht wahr. Und ob das wahr ist. Alles bestens organisiert, mit deutscher Gründlichkeit. Wenn du kein Bußgeld riskieren willst, wegen Geschwindigkeitsübertretung oder Überladung oder was weiß ich, zahlst du lieber. Bar oder in Naturalien. Mann. Oder fehlen dann hinterher ein paar Schinken in der Ladung zum Beispiel. Oder eine Stereoanlage. Hm. Oder ist auch nur ein Kasten Bier zu Bruch gegangen. Oder im Bares. Manchmal darfst du sogar Zoll bezahlen, wenn du noch gar nichts gemacht hast. Dann zahlst du sozusagen im Voraus. Und wie lange läuft das schon? Oh, länger. Hat sich denn keiner dagegen gewehrt? Ja, versucht, ja. Aber wenn dann erstmal immer wieder angehalten wird, warten muss und überprüft wird und dadurch die Fracht nicht pünktlich an Bestimmungsort bringen kannst und noch später, als sowieso schon nach Hause kommst und noch länger auf dem Bock sitzen muss und womöglich noch weniger Lohn kriegst und dann auch noch Strafzettel zahlen muss, da gibst du lieber ab und zu dein Schärflein. Hm. Ich war schon so sauer. Ich wollte mal mit ein, zwei Kollegen zur Kripo und die ganze Sache auffliegen lassen. Aber als andere Kollegen das Spitz kriegten, habe ich besser sein lassen. Ne? Warum? Da meinen sie, ich könnte ein Laster fahren mit kaputten Knochen. Bei uns sind auch nicht nur brave Lämmchen. Ach, die haben ihn gedroht? Weil die hatten eben Angst, sie könnten ihre Zeiten nicht mehr bringen. Würden für jeden Klacks angehalten und so weiter. Das wird ja eine tolle Story. Von wegen. Erst werden sie mal ganz schön selbst ein bisschen rumschnüffeln. Und dann, wenn aber auch keiner mehr auf die Idee kommen kann, dass sie das von mir haben, dann können sie meinetwegen schreiben, so viel sie wollen. Na gut. Aber wieso sind sie mir, als ich aus der Siedlung zurückkam, wo Enkhaus gewohnt hat, warum sind sie mir da so auf die Pelle gerückt? Ach ja, war bescheuert, ich weiß. Ja. Aber als wir gelesen haben, dass da Dingens, da haben ein paar Kollegen und ich gedacht, wir sollten mal nachgucken, was sich da abspielt. Mhm. Weil nämlich ein paar Angst hatten, wegen dem könnte alles hochgehen. Ja, ich weiß auch nicht. Jedenfalls ist mir dann klar geworden, wie bescheuert das ist, dass wir so in Panik geraten. Schließlich kann es doch nur gut sein für uns, wenn das mal aufhört. Enkhaus war also auch einer von diesen Wegelagerern. Ach, der war eigentlich ja noch in Ordnung. Ach, in Ordnung. Ja. Er war wenigstens höflich und freundlich, wenn er kassiert hat. Ist das die Skizze, die Sie bei Enkhaus gefunden haben? Ja, im Spind. Wir hatten einen gemeinsamen Spind. Wenn das stimmt, was Sie uns eben erzählt haben, dann wird es hier bei uns im Präsidium und in den Polizeidienststellen der Umgebung einen Riesenwirbel geben. Und nicht nur in den Polizeidienststellen. Heiligsblechle. Aber es stimmt, leider. Und warum haben Sie von Ihrem Verdacht oder Ihrem Wissen nicht gleich Ihren Vorgesetzten berichtet? Ich wusste ja nicht, ob die nicht vielleicht auch... Ja, oder der Kripo.
Ich wollte zuerst mit Hartmut darüber sprechen. Schließlich handelt es sich doch um Kollegen.